Moin, ich habe im Sommer ein paar Handschuhe gekauft, Retoure. Und die habe ich jetzt keine fünfmal benutzt. Und ich habe noch mehrere gekauft. Jetzt zeige ich mal eben Demonstration. Hier ist ein Akku dran. Der defekte Akku ist hier dran. Der zieht jetzt 0,4. Wenn ich ihn rausziehe, zieht er 0,2. Packe ich mal dahin. Und das sind jetzt geladene Akkus. Finde ich sowieso immer diese Elektronik hier drin, die sind sowieso merkwürdig. Normalerweise bei allen Lithiumgeräten schaltet irgendwann die Elektronik ab, aber der lädt immer noch einen Schlag nach. Auf jeden Fall, der ist heile. Das sieht man hier auch dann am Test. Hier reinsteckt, dann geht er einmal kurz in den Test rein. So, blink, blink, und dann kann ich ihn anstellen. Schalten. Funktioniert soweit. Und das ist jetzt ein defekter Akku. Wie gesagt, keine fünfmal geladen. Ich habe die jetzt erst im Winter. Der geht nicht in den Test. Na? Der geht in keinen Test. Lässt sich auch nicht einschalten. Hat ein paar Mal funktioniert. Einmal vollgeladen und dann war er auf. Aber man sieht, dass hier nichts irgendwie, eine Unterbrechung ist hier nicht. Vielleicht zum Akku direkt. Weiß ich nicht. Kann ich ja auch aufschrauben. Schraube ich auch noch auf. Aber hier sieht man, es hat er 0,4. Also wenn da eine Elektronik drin ist, ob hier eine Elektronik drin sitzt, wahrscheinlich sitzt hier oben eine Elektronik drauf, eine Regelungselektronik. Aber er lädt nicht. Den kann ich auch jetzt noch, manchmal erholen die sich beim Laptop oder so, wenn man die tagelang dran lässt, weil sich da irgendwas in die Tiefentladung gegangen ist. Ich wüsste nicht warum. Es gibt sicherlich ein Problem bei diesen Geräten, wenn man da eine Zeitschaltuhr dran macht. Ja? Und man kappt. Man sagt, man will die nicht vollladen, nicht 3 Stunden laden, sondern nur 2 Stunden laden, um den Akku was Gutes zu tun. Dann macht man das Ding aus. Ne, und Sie sehen, nee, nicht bei diesen sehen wir gar nichts. Das ist jetzt sowieso hier der Reststrom. Aber bei den Akkus, die jetzt in Ordnung sind, habe ich jetzt nicht gemessen. Ne? Wenn man das jetzt mit einer Zeitschaltuhr schaltet, das ist nicht richtig durchkonstruiert. Ja. Das Ganze, so ein Ladegerät müsste normalerweise, wenn der Akku dran ist, dürfte jetzt nicht die LED oder die Elektronik zieht jetzt den Akku leer, dass der in die Tiefentladung geht. Das ist jetzt für den Hersteller, weil er hat ja auch mit Garantie zu kämpfen. Für Leute, die mit Zeitschaltuhr arbeiten und das Ding per Zeitschaltuhr abschalten und dann liegt das Ding eine Woche. Vielleicht war das die Ursache, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er deswegen tiefentladen. Das wäre dann aber auch nicht schön. Gruß aus Bremen. Also wenn Sie noch irgendwas rumfliegen haben, Sie haben ja davon mehrere verkauft, ich bezahle auch die Versandkosten, wenn Sie irgendwas rumfliegen haben, was vielleicht sowieso in die Entsorgung geht oder so, dann bitte alle her damit. Vielen Dank. Tschüss.